Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 5. Ich habe als letzte Aufnahme ein bisschen weiter Sachen besorgt, in erster Linie immer eine Menge Bronze, also eine Menge Kupfer und Zinn abgebaut. Viel Bronze brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, wenn ich mal ehrlich sein soll. Wir haben die Werkzeuge alle so jetzt drin. Was bräuchte noch, wäre vielleicht der Handplow. Und eine Nahkampfwaffe, sonst haben wir eigentlich alles an Werkzeugen, was wir brauchen. Ich sehe, wir haben noch das Tent Lever. Der Vorteil ist, ich habe halt eben jetzt vorhin einmal zwei Rehe jagen können. Der Vorteil ist, ich bin alleine. Deswegen spawnen alle NPCs oder alle KIs halt eben hier bei mir, sprich Barbaren und Rehe. Allerdings sehe ich aktuell keine mehr. Eins war da unten, eins war da oben. Ich glaube, unsere Bolzen sind auch alle recht. Na, fünf Stück habe ich noch. Das müsste noch ganz gut gehen eigentlich. Okay. Aber ich denke mal, zwei Leder dürfte uns da eigentlich ganz gut weiterhelfen. Das Training wird schon einmal gecraftet, gebaut, eher gesagt. Dann machen wir mal am besten zwei Stück raus, oder? Machen wir am besten mal beide erstmal. Spart ein bisschen Platz. Dann würde ich außerdem auch ganz gerne mit der Burg weitermachen. Gestern kam kein Video. Das lag daran, dass es gestern ein bisschen zu warm war. Ich habe schon mal erwähnt, ich mag den Sommer überhaupt nicht. Kommt jetzt nicht so gut klar. Und die letzten Tage war es echt nicht wirklich angenehm. Dann haben wir die Lever Strips. Sehr schön. Stripes. Nee, Strips. Okay. Ist ja jetzt die Streifen, das ist ja die Strips. Naja, wie auch immer. Essen haben wir auch mehr als genug. Ein Bronzeschwert. Das dürfte kein Problem sein. Nehmen wir mal zwei Bronzebahnen, glaube ich, waren das. Und ich sagte zwei. Die Lederstreifen und Timber. Vier, okay. Dann haben wir mein Bronzeschwert, sehr gut. Fünf Lederstreifen. Recht teuer, wenn ich mal ehrlich sein soll. Jetzt haben wir aber aktuell noch keine anderen Waffen, ne? Womit schalte ich denn eigentlich jetzt die erweiterten Waffen frei? Die, eigentlich ja hiermit, ne? Unter dem Bronze-Speer mehr anscheinend nicht. Aber hier sind sie nicht, sondern wahrscheinlich die erweiterte Schmiede. Okay. Egal, ein Schwert haben wir schon mal. So, aus Bronze, aber es dürfte uns ganz gut helfen. Ich glaube, irgendeinen hier wird schlagen dran. Vielleicht bildet man nur Dinge ein, das könnte ich auch sein. Natürlich geht die Sonne wieder unter. Recht typisch für meine Aufnahmen. Ja, mal ganz ehrlich ist. Okay, auf jeden Fall würde ich heute ganz ein bisschen mit der Mauer weitermachen. Für die weitere Schmiede benötigten wir, glaube ich, dann jetzt auch einmal, Stahlwaffen, genau. Müssen wir uns Eisen für besorgen, was so ein bisschen nervig ist, aber dann können wir uns ein Speer bauen. Das Schwert hat, glaube ich, eine Reichweite von 1,5, habe ich glaube im ersten Video schon gesagt. Die Waffen haben, glaube ich, 3 Meter. Also quasi so ein Speer ist super gut, um Barbaren zu töten, weil die von ihnen zurückschlagen können. Ich sehe aber auch keine Barbaren bisher. Okay. Gut, wie soll man dann mit der Mauer weitermachen? Wie viele Stöcke habe ich denn dabei? Wenige. 9 und 7, das reicht, glaube ich, nicht. Bisschen wenig zumindest. Einmal hier ganz viel von mit. Wurzeln gerne auch einmal. Wir sollen einfach nochmal bald anfangen, hier mit der ganzen Ebene ein bisschen einbuddeln, einebnen. Sollte man, glaube ich, sagen. Denn wir brauchen auf jeden Fall normale Erde oben. Für das Farming später. Was ich ganz gerne hier oben machen würde. Okay. So. Ganz kurz, wir haben jetzt hier einen gemacht, was war beim Aufbauplan. Müsste ich vier weitergehen insgesamt, das wären also drei weiter noch, okay. Da kommt dann hier nochmal eine Zwischenmauer später hoch. Hier nochmal drei weiter, das ist ein bisschen doof. Durch die beiden weg. Also eins, zwei und die Nummer 3. Das passt ja zumindest schon mal ganz gut.
Ja, quasi direkt an der Klippe. Natürlich nicht ganz. Aber bei solchen Arealen habe ich einen anderen Plan später noch dazu. Und zwar haben wir auch jetzt in dem Mod drin die Inverted Corner. Ne, die Inside Corner heißen die. Das ist ja gut, wenn man halt eben mit den Rampen, also mit den Slopes arbeitet. Und halt eben so eine innere Ecke hat. Genau wie mit den Treppen. Die sind auch jetzt da drin. Gucken wir mal, wo die Treppen hingetan haben. Ich meine, es gab aber auch innere Treppen. Oder nicht. Ah doch, hier, Inside Corner Stairs. Sehen halt alle gleich aus. Ja. So, für die großen Rampen. Unterteil und Oberteil, einmal die Komplettteil. Das ist also quasi so ein bisschen von allem was mit drin. Wie viel Stein habe ich denn noch? Ich glaube nicht genug. Für die drei reicht es bei... ja, für die drei müsste es reichen. Aber für mehr Blöcke auf jeden Fall nicht. Wir brauchen generell noch ein paar mehr Stöcke. Das ist am besten gleich mal ein bisschen Holz fällen. Ich müsste mal eine Kiste herstellen, weil mein Inventar langsam ein bisschen überfüllt. Kann ich drei Stück von, okay. Dann esse ich einmal 1, 2, 3. Oder nur eins, okay. Gut, Schaufel habe ich auch, oder? Jawohl. Nach dem Platz nochmal das Sonnenlicht so ein bisschen. Kann man ja schon mal anfangen, so ein bisschen die Sachen einzuebnen. Solange man noch was sieht zumindest. Hier muss ich ein bisschen tiefer buddeln, weil hier wird später Erde eingefüllt. Das soll nämlich die Farm werden, die wir gerade machen. Ja, vielleicht würde es am meisten Sinn ergeben, zuerst mal die innere Burg zu bauen, ne? Also quasi die Mauer durchzuziehen und dann einfach mal das... den Bereich zum Vorher den Bereich machen. Ich glaube, das ist durchaus die bessere Idee. Auf jeden Fall eine Menge kleiner Steine hier raus. Das ist das größte Problem, wenn man auf den Berg baut. Also dann auf jeden Fall ein bisschen was an Lagerfläche auf jeden Fall notwendig. Okay, müssen wir auch noch machen. So. Zack. Und jetzt auf jeden Fall so mal gut eben, ne? Genau. Ein bisschen niedriger hier machen. Aber eine Menge kleine Steine. Oh ja. Gehen wir die ganz großen erstmal alle hier wieder rein. Und dann gucken wir ganz kurz nach. Das war Civil Engineering, glaube ich. Genau. Also einmal Basic Furnishing. Craft Design. Okay, das müsst ihr reinkriegen. Zwei Planken, no problem. Ist egal welches, ne? Jetzt genau, Place sein, genau. Passt hier nicht so ganz. Ein simpler Tisch. Okay, wo haben wir dich? Simpler Tisch. Ich bin blind wie immer, sehr gut. Dich noch einmal dazu. Okay, dich brauche ich auch nicht. Gut, ab wann kriege ich eigentlich die Geländer? Better House, ich sehe schon. Aber ist ja auch eigentlich schon hier drin, ne? Better House, genau. Brauchen wir aber noch nicht. Deswegen wäre Improved Storage definitiv wichtiger. 20 Planken. 15 habe ich schon mal. Und dann einmal 20. Sehr gut. Wir müssen auch das Haus wahrscheinlich umpositionieren, ne? Ich denke, da wird dann das Gebäude später rankommen. Die Burg. Ja, ist ja ein bisschen doof. Aber gut. Jetzt brauchen wir einmal zwei Wooden Crates.
Ich brauche nur eine davon, aber okay. Und soll ich ganz gerne eine haben, wo ich die ganzen kleinen Steine reinstopfe. Und dann noch eine, darüber eine Tin. So. Small Stockpile for Ores. Ja, den werden wir auf jeden Fall nicht benötigen. Aber sie wollen ihn also tun da rein. Okay, Gerd hat geschrieben, er wird fragen. Habe ich gefragt, ob ich bei ihm, bei den Urlaub ist, die, den Claim-Block erneuern kann. Das Problem ist aber einfach bei ihm. Seine Fraktion ist viel größer. 8 Mitglieder, ich glaube, er hat genug Leute, die er fragen kann, die ihn seine Claim-Blöcke verlängern, wenn die auslaufen. Ich müsste dafür nämlich in den Creative-Modus wechseln, müsste das hier machen. Dann müsste er nach Fraktion beitreten und das ist so ein bisschen doof immer. Das muss nicht sein. Ist ein bisschen zu umständlich, wenn man sein soll. So, du kannst dann weg. Sehr gut. Okay, ich wollte noch mal eine kleine Kiste machen. Genau, wollte ich 2 Stück davon machen. Das müsste, glaube ich, als Lagerfläche reichen. Erst einmal. Hier können dann einmal die Barren erstmal rein und da ist ein bisschen Dreh oben. Bisschen im Kreis drin, okay. Die Erde kann hier rein, Lehm kann hier rein, Teilteile können hier rein, Kräuter können hier rein, das Fleisch kann hier rein, das Leder kann hier rein, etwas kann auch weg. Euch kann ich hier reinwerfen, den Rest behalten wir mal erstmal. Okay, gut, dann machen wir direkt mal weiter. Ich wollte Stöcke holen gehen. Wird langsam dunkel, aber ich denke mal, zu den Bäumen rennen müsste ich noch schaffen, bevor ich irgendwie eine Fackel benötige. Okay, jetzt haben wir schon ein paar schöne Bäumchen hier. Ich mach mal die beiden. Dankeschön. Ein paar mehr Stücke sind auch nicht schlecht. So. Ich denke mal, das meiste hiervon wird früher oder später zu Stöcken gemacht. Weil davon werden wir auf jeden Fall am meisten benötigen. Timber und Planken aktuell tatsächlich eigentlich gar keine. Ne? Unser Baubestell benötigt eigentlich fast nur Stöcke und Stein. Ich denke mal, bei der Zeit wieder großartig anderes benötigen, dürften die Bäume nachgewachsen sein. Dankeschön. Du kannst jetzt mal weg. Zack und zack. Okay. Das müsste, glaube ich, an Holz auch erstmal reichen. Stöcke müssten wir einige rauskriegen. Ja, also ich denke, dort reicht. Wir können ja schon mal eben hingehen, schon mal 150 herstellen. Gut, gut. Unsere Mine wird auch mal groß hier unten. Allerdings ist der Steinvorrat immer noch recht gering. Da muss man noch zwischen. Hier müssen wir noch insgesamt 2 nach unten graben, ne? Das wird auch ein bisschen doof, glaube ich. Aber gut. Vielleicht was machen wir eigentlich mal anfangen, eigentlich die, Steinblöcke zu platzieren. Okay, also quasi zack, zack, zack.
Na komm. Meine Maus spinnt immer noch rum übrigens. Dass der Linksklick manchmal nicht ganz anerkannt wird, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ich denke mal, brauche ich noch einen Stockpile für Baumstämme. Ich glaube, da kommen wir nicht groß drum rum. Leider, aber okay. Nehme ich euch mal kurz mit. Das wird natürlich an Stein, denke ich mal, nicht erreichen. Dann müssten wir mal ganz... Dann leck. Mal kurz um unseren Steinbruch gehen. Ich wollte noch als Passage eigentlich nutzen, um meine ich mich entsinnen zu können. Deswegen müssen wir am besten mal hier gerade durch den Berg graben. Mal. Na, es funktioniert zumindest ganz gut. Gehen auch recht viele Steine hier raus. Okay, okay. Naja, noch nicht sehr viel weiter. Es kann auch ein bisschen dunkel werden, glaube ich. Jetzt aus. Ein bisschen können wir noch. Okay. Das dürfte dann auch erstmal reichen. Zumindest für die Blöcke, die ich jetzt schon mal platziert habe. Ich denke, die müssen wir hinkriegen. Im Grunde genommen nur das unterste Fundament der Mauer eigentlich. Jetzt kommen noch zwei drüber später. Ja, das wird eine Menge Stein kosten auf jeden Fall. Zack. Und sehr gut. Kommt das Gewölbe hin, also Gewölbe der Keller, ja gesagt, den ich noch nicht bauen kann, denn da muss ich Stonehouse für erforschen. Ist ein bisschen doof, okay. Stonehouse machen wir doch mal. Acht Metallteile. Für die Tür, glaube ich, ne? Und acht Planken. Auch für die Tür, vermute ich. Ich habe zwei Planken. Also nicht reichen. Acht Metallteile. So. Okay. Eine Mauer mit Fenster. Okay. Dürfte kein Problem sein. Okay. Jetzt einmal Mauer mit Tür. Okay. Ah, jetzt kommt die Säule wieder. Ja, klar. Muss ja alles jetzt hier machen, ne? Dich einmal und dich einmal. Das war zwar eigentlich nicht geplant. Sonst soll ich das nochmal anständig machen. Zack und zack. Ach, geht dann nicht, okay. Zack. Zack. Okay.
Jetzt können wir die richtigen Sachen anfangen. Und zwar einmal mit den großen, hier, mit den großen Arches. Dahin und dahin. Und dann einmal. Zack, zack. Das sind quasi die ersten beiden. Und dann jeweils zwei Ecken dran und dann war es das auch gerade. Da war es das eigentlich schon mit den ganzen Sachen hier. Das ist wie gesagt ein recht kleiner Keller. Hier ist aber diese Burg auch nicht sehr groß. Von daher passt das eigentlich ganz gut. So, gucken. Nicht schlecht. Habe ich hier noch Planken dabei? 12. Okay, das reicht sogar. Und noch 2 Holzböden. Ist aus. Jetzt müsste erstmal reichen. Ich glaube, es sind nicht viele Blöcke kommen heute nicht mehr. Deswegen dürften wir damit recht weit kommen. So. Ist genau. Da haben wir noch zu wenig, okay. 29, wir brauchen wir 40. Ich glaube, die Ecken kosten auch. Kosten sogar 14. Ui, ui. Wird ja mal teurer alles hier. Noch ein bisschen mehr. Können noch ein bisschen mehr mitnehmen eben. Wenn wir schon mal hier sind. So. Können wir direkt die Wände eventuell. Zumindest die erste Treppe platzieren. Das haben wir auf jeden Fall mehr als genug dafür. Ja, wie rum stehst du jetzt genau? Okay. Und genau, hier kommt dann nämlich einmal Holzboden hin. Zweimal. Na komm. Und dann hätte ich ganz gerne, glaube ich, die Treppe einmal nach unten hier hin. Oder auf diese Seite. Hier noch mehr sind, ja. Dann muss das alles noch 2 Block tief weggegraben werden. Das wird eine Menge kleine Steine produzieren. Ja, den Platz habe ich dafür zwar, es wird natürlich ein bisschen dunkel. Schon mal 25 Minuten, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Nicht viel geschafft heute, aber immerhin ein bisschen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Medieval Engineers.